Um ein Bucket in unseren Planner hinzuzufügen, müssen wir dieses in der Board-Übersicht tun. In der Listenübersicht haben wir diese Möglichkeit nicht. Sind wir in der Board-Übersicht, haben wir hier oben auch schon die Möglichkeit, einen neuen Bucket hinzuzufügen. Hier klicken wir einfach drauf und benennen ihn gemäß unserer Vorstellung. Ist die Namenseingabe durchgeführt, müssen wir jetzt nur noch mit der Enter-Taste bestätigen und schon erscheint hier oben der Bucket, so wie wir ihn eingetragen haben. Klicken wir auf die drei Punkte, haben wir die Möglichkeit, den Bucket umzubenennen oder auch zu löschen. Eine Umbenennung können wir auch durchführen, indem wir hier oben draufklicken. Auch haben wir die Möglichkeit, den Bucket mit der linken Maustaste zu fixieren und in der Übersicht zu verschieben auf die Position, wo wir diesen Bucket gerne hätten.